Servus und damit recht herzlich willkommen zurück zu Horizon 2 Forbidden West. Auf geht's, Peter. So, jetzt wird mal gesprochen. Sind wir das denn überhaupt noch? Reinklang. Abklang, Wegklang. Hier haben wir Lagerfeuers. Das haben wir ja erledigt. Das haben wir ja erledigt. Hier hat man noch Lagerfeuers. Hier hat man auch noch ein bisschen was zu erledigen. Da oben ist man eigentlich weiter. Ich würde jetzt einfach mal schnell dorthin reisen. Und guck hin. Doch, da ist ein Freitier. Da bist du ja, mein kleiner Stürmerli. Nicht mehr so fresh aus, ne? Ich schreite in die völlig falsche Richtung. Okay. Boah, ganz schön enthusiastisch, wa? Laut. Sag mal. Und wieso können die eigentlich hier rumhocken? Wo müssen wir jetzt hin? Darüber. Ach, Horizon ist schon ein super geiles Spiel. Ganz ruhig. Genau, ganz ruhig. Schnell speichern. Das ist unsere Truhe. Und somit können wir auch schon weiterrennen. Hier haben wir ein paar Dings. Oben ist jetzt auch nicht so richtig, was wir da haben. Okay, da kommen wir bloß von dort ran. Okay, da können wir gleich dorthin. Ah, da machen wir gleich dorthin. So. Ich kann das nicht leiden, wenn auf der Karte noch irgendwas unentdeckt ist. Es geht einfach nicht. Oder so grau hinterlegt. Muss ja nicht mehr. Es muss ja nicht mehr Dings sein. Hochspringen, ne? Stimmt. Da kann man was erledigen. Thank you.
mich in Ruhe. Okay. Bin ich jetzt so voll katastrophal daneben gesprungen, sag mal. Also gut. Geschafft. Jetzt her mit den Werten aus der Drohne. Dankeschön. Schwinde. Was ist denn auf hier? Das Early, ne? Moment kurz. Kurz was einstellen. So, warte mal. Jetzt haben wir hier oben noch was. Ich weiß nicht, was das ist. Das sieht mir aus wie irgendwas Abgestürztes. Das Wrack ist verstreut. Das Signal scheint von hinter diesen Randen herzukommen. Ich brauche Energie, um die Tür zu öffnen. Ich schätze, ich muss hoffen, dass hier irgendwo ein Akku ist. Das heißt, wir müssen nur reinkommen. Das heißt, das ist erstmal wieder komplett. Das heißt, wir können abhauen. Ich kann das noch drehen. Okay, das nehmen wir uns mit. Was ist das hier alles? Na da. Diese komische Energiezelle, sag mal. Die können wir sowieso nicht verwenden, weil das ist eigentlich egal.
wir nämlich dort rein müssen und da können wir erstmal nicht rein. Tja. Hier oben haben wir irgendwas. Könnte man irgendwie das Ding sogar rufen? Das Reittier. Thron haben wir erledigt, denke ich. Ne? Müssen wir jetzt noch mal machen. Jetzt sind sie wütend. Kann ja sein, dass sie gut sind, aber es interessiert mich eigentlich die Buchse. Mensch, ziemlich unwegsames Gelände hier. Kommen wir auch nicht weiter, schöne Sache. Ah, alles klar, wir müssen da. Stimmt, hab ich mir schon so gedacht, dass wir den beschissenen Fluss lang. Alles wieder sind Blume. Ja. Wir haben ja spitzes Werkzeug und so, ne? Alles klar. So. Das bedeutet, die sterbenden Lande, wir müssen hier auf jeden Fall hin. Dann machen wir mal die Quest. So, es geht schon. Hey, Gott. Reinklang. So, wo müssen wir hin? Da ist doch jemand. Ich bin hier, wie versprochen. Der Gesang. Heißt das, der Chor ist bereit? Er ist versammelt. Ich hätte das nicht geschafft ohne Wahl. Aber ich weiß nicht, ob das etwas bringen wird. Der Chorus singt in Dissonanzen. Das mit der Höhle ist schon schlimm genug. Landgöttin Fa ist immer noch nicht wieder da. Und mit jedem Tag drängen mehr tödliche Maschinen ins Freie. Greifen die Verteidigung an, die wir um den Eingang herum aufgestellt haben. Aber das ist nur einer von vielen falschen Tönen. Mit deiner Nachfrage hast du viele Spaltungen im Chor selbst sichtbar gemacht. Und im Stamm. Ich
Hier hat Wahl geholfen. Tiefe Spaltung, defensive Abwehrung. Der Chor. Du sagtest, du hättest den Chor nicht ohne ihn versammeln können. Was hast du getan? Einige Mitglieder des Chors haben sich geweigert, deine Bitte zu diskutieren. Sie glauben, dass die Höhle allein den Landgöttern gehört. Aber Wahl sah, dass das, was du mit Reh getan hast, zu unserem Vorteil genutzt werden könnte. Manchmal reicht es nicht, wenn man die Anführer fragt. Andere müssen für dich fragen. So viele wie möglich. Es hat sich herumgesprochen, wie du Reh beruhigt hast. Vielleicht wurde es auch ein bisschen übertrieben. Das wachsende Interesse hat den Chor unter Druck gesetzt, bis sie sich endlich getroffen haben. Bei den Stammmüttern hat es schon einige Male funktioniert. Ein oder zweimal. Sogar bei meiner eigenen Mutter. Sehr gut. Dann kümmerst du dich um die Diplomatie. Oh nein, ich bin sicher, dass wir dich dafür ab und an noch brauchen werden. Ja. Tiefe Spaltung. Ich verstehe, dass die Höhle heilig ist, aber wieso zieht es so viel Drama nach sich, wenn ich sie betreten möchte? Das Drama gab es auch davor schon. Viele im Stamm und im Chor wollen, dass wir alles so machen, wie wir es immer gemacht haben. Was oft nichts war. Aber andere wollen Veränderung oder extreme Maßnahmen. Deine Frage hat der Debatte wieder Leben eingehaucht. Klar, Tradition. Damit hatte ich schon mal zu tun. Aber man muss mit jedem Stamm anders umgehen. Wenn du meinst. Nö, immer mit dem Schädel voraus. Also lässt du die Höhle verteidigen? Nur mit ein paar Holzbarrikaden. Wir haben keine Steinmetze wie die Karja oder die Osseram. Es sind unsere Bogenschützen, die die Maschinen aufhalten. Sie wehren jeden Tag neue Angriffe ab. Hoffentlich halten sie durch. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns genau an derselben Stelle beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit M.